Hallo aus Hamburg. 2016 erschien ein Tweet vom CEO von Tesla, wo er sagte, das Model S schwimmt so gut, dass es für kurze Zeit als Boot verwendet werden kann. Daher kam der Gedanke, wie kann ein Tesla aussehen, der wirklich wie ein Boot schwimmen kann? Das kann eigentlich nur ein Boot sein. Was wäre interessant und wichtig für einen Fahrzeughersteller bei solch einer Entwicklung? Und wie kann das Ganze aussehen? Hier dazu ein paar Ideen. Ein Auto steht für Mobilität. Man erreicht damit interessante Plätze. Ein Boot kann diesen Bereich noch auf Flüsse, Seen und Küstengebiete erweitern. Dort, wo man mit dem Auto nicht hinkommt. Es sollte eine direkte Ergänzung zum Auto sein. Das heißt, es sollte mit dem Auto auch transportierbar sein. Es sollte einfach zu transportieren sein. Das heißt, kein Aufwand mit einem Trailer. Und der Aufwand, das Boot ins und aus dem Wasser zu bringen, sollte ohne fremde Hilfe und schnell möglich sein. Die Oberfläche des Bootes muss, wenn es viel transportiert wird, robust und für Outdoor-Aktivitäten geeignet sein. Es sollte eine gewisse Dynamik ausstrahlen, das heißt nicht unbedingt aussehen wie ein Schlauchboot oder Ruderboot. Ein Auto hat einen Motor, das heißt, das Boot sollte natürlich auch einen Motor haben. Allerdings erlauben Ruderboote zum Beispiel auch einen manuellen Vortrieb. Das heißt, aus Gründen der Fitness, aber auch einer flexibleren Reichweite sollte das Boot auch ohne Motorbetrieb bedienbar sein. Im Motorbetrieb haben die meisten Boote eine Pinne. Dieses hat aber ehrlich gesagt wenig mit der Steuerung in einem Fahrzeug zu tun und benötigt außerdem ein ständiges Festhalten mit einer Hand. Das heißt, das Boot sollte nicht mit einer Pinne steuerbar sein. Analog zu modernen Fahrzeugen sollte es auch eine Internet- bzw. Computernutzung ermöglichen. Okay, wie Sie vielleicht der Kanalinfo entnommen haben, ist dieses ja kein klassischer Wassersportkanal, sondern beschäftigt sich mit dem Thema mobiles Arbeiten und speziell einem iPad Business Service. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb ich hier die ganze Zeit ein iPad in den Händen halte. Wir haben den Vertrieb für diesen Business Service übernommen, da er verspricht, schriftliche Angebote in bisher nicht gekannter Geschwindigkeit direkt im Kundengespräch erstellen zu können. Ob das stimmt oder nicht, können Sie später bei Interesse gerne selber überprüfen. Ein Merkmal vielleicht ist jetzt schon erwähnenswert. Wie Sie sehen, bin ich hier nicht im Büro, sondern mitten in der Natur. Kein Zugriff auf ein WLAN oder ein 4G bzw. 5G Netzwerk. Trotzdem wäre es theoretisch möglich, hunderte von Angeboten aus einer Datenbank mit über 20.000 Artikeln zu erstellen und diese versandfertig als E-Mail-Entwurf zu speichern, dank der 100%igen Offline-Funktionalität. Was hat das Ganze jetzt mit Tesla und einem Boot zu tun? Bereits heute können Sie in modernen Autos ein iPad am Armaturenbrett befestigen und bei Fahrzeugstillstand damit arbeiten. Hier zum Beispiel am Model X. Montiert rechts, in der Mitte oder auf der linken Seite. Mobiles Arbeiten muss aber nicht nur unterwegs im Auto sein. Warum nicht Freizeit auf dem Wasser und Arbeiten miteinander verbinden? Das war der Grund für die Präsentation dieses Privatbootes. Was sind Ihre Vorschläge? Wie kann ein Boot aussehen, was die Nutzung eines Fahrzeuges, zum Beispiel eines Teslas, erweitern würde? Würden Sie andere Spezifikationen wählen? Schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare. Unser Prototyp wird im nächsten Video inklusive einer Testfahrt vorgestellt werden. Übrigens, wenn Sie im Außendienst arbeiten und ein iPad besitzen, testen Sie doch einfach kostenlos das Datenbank-Frontend zur beschleunigten Angebotserstellung, welches aus dem App Store heruntergeladen werden kann. Aus Sicherheitsgründen wird nur ein Fahrzeug mit teilautonomen Fahrfunktionen benötigt.